Der Erste Weltkrieg ist zu Ende und hüben und drüben finden sich die Jagdflieger am Boden wieder. Man braucht sie nicht mehr. Einer der Pioniere der Luftfahrt auf französischer Seite, Édouard Dabert, hat sich zum Ziel gesetzt, eine zivile Fluglinie aufzubauen. Lyon, Marseille, Algerien! Julien Dabert, Édouard's Sohn, und Jules Olivier, zwei Asse der französischen Jagdfliegerei, haben es nicht geschafft, sich nach dem Krieg umzustellen. 2 Jahre führen sie das abenteuerliche und gefährliche Leben von Luftakrobaten. Die Zuschauer jubeln ihnen zu, wenn sie dort oben ihre Kunststücke zeigen. Julien Dabert ist von Louise Derblay geheiratet worden. Sie hofft, dass er die gefährliche Fliegerei aufgibt. Louise, machen Sie die Augen auf. Sie sind doch kein Vogelstrauß. Man kann auch anders sein Geld verdienen. Mein Vater... Komm mir nicht mit deinem Vater. Der hat nichts mit der Fliegerei zu tun. Nein. Aber Julien wird Pilot bei der Fluggesellschaft France Orient. Sein Vater, Édouard Dabert, ist Chef des Zwischenlandeplatzes München, wo ein Zentrum der deutschen Nachkriegsfliegerei entstanden ist. Ihm zur Seite steht Hans Meister. Hast du dir das gut überlegt? Natürlich, nicht wahr, Hans? Die ganze Nacht. Ja, wir müssen weiterkommen. Sie haben die Flugzeuge und wir die Initiative. Paris, München, München, Paris, die Strecke steht jetzt. Aber die France Orient muss ihr Netz bis ans Ende der Welt ausdehnen. Und das Ende der Welt bedeutet für dich...